Hey Kinderlein, willkommen zum heutigen Video. Da der Stream gleich ist, und zwar um 18 Uhr und jetzt bereits 17 Uhr ist, habe ich jetzt leider keine Zeit mehr, um irgendwas Kreatives zu machen. Darum mache ich einfach ein kleines Overwatch. Kam zwar erst vorgestern, ich weiß, aber ja, sonst wäre jetzt gar nichts gekommen. Und ich weiß doch, wie sehr ihr diese Videos braucht, damit ihr den Stream nicht vergesst. Ihr alten Gauner. So, der zweite Headshot war jetzt aber echt nochmal schön reingehasselt hier. Ja. Wieder das 2. Lassen wir mal, glaube ich, auch das 2, oder? Oder war Kabel das letzte? Bin mir gerade nicht so sicher. Das 2 hatten wir ewig lang nicht mehr, komischerweise. Ich weiß nicht, warum. Früher kam so oft das 2, dass ich die Map immer wieder weggemacht habe, also ich euch das Overwatch einfach nicht gezeigt habe, ne, sondern einfach habe durchlaufen lassen, hier den Kram gedrückt, der angefallen ist, und dann das nächste gestartet, was jetzt aber auch zeittechnisch gar nicht gehen würde. Ja. Guck mal, sie kommen schon wieder fast alle auf Long. Schick, was ist denn das? Was ist denn das für eine? Was ist das für ein Skin, den er da hat? What the fuck? Hab ich nie gesehen. Achso, Poseidon. Gottes Willen, die habe ich ja schon seit Jahrzehnten habe ich die M4 nicht mehr gesehen. Poseidon-Geschichte. Holla die Waldfee. Also, er scheint so ein bisschen Wall zu hacken. Ich glaube, er kann etwas durch den Smoke in dem Fall durchgucken. Er weiß, wo die Gegner stehen. Gut, man kann da natürlich auch schon im Vorfeld reinballern, ganz klar. Vor allem, wenn da schon einer rauskommt, da würde ich auch erstmal ein bisschen reinschießen. Aber er war doch ziemlich treffgenau. Wir warten trotzdem noch ein bisschen ab und gucken, was passiert. Er rennt jetzt erstmal davon. Ich weiß gar nicht, was so eine Poseidon wert ist, aber es ist scheinbar seine. Long kommt jetzt gleich. Wahnsinn. Also ich meine, dass er so minimal weiß, wo die Leute sind. Schon im Vorfeld. Was meint ihr? Was würdet ihr sagen? Wahlhack oder Wahlhack? Mal gucken, mal gucken. Wahlhack ist halt, wenn man es wirklich extrem chillig nutzt und da ganz, ganz billow eingestellt ist, dann ist ein Wahlhack wirklich ein starkes Tool, um eben auch Leute zu verjuckeln. Obwohl es auch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so Richtung... Wir müssen ein bisschen gucken, wir müssen ein bisschen gucken. Wir dürfen nie vergessen, dass es ja auch auf einer hohen Elo sein kann. Lass mal ein bisschen nach seinem Movement und Aiming gucken. Ja, da sind solche Sachen wiederum komplett Standard. Das ist halt... Also man sollte eigentlich wissen, oder es angezeigt bekommen, was ist denn... Ha, die Headshots gehen schon wirklich krass rein, ne? Irgendwie 75%, der ist da schon am Up-Aim, klar. Wo sie stehen, war schon... Auch ohne Wallhack mittelmäßig klar, ne? Er wusste, wo der Mate steht. Der Mate hat gewisse Sichtungen gehabt und wahrscheinlich auch einige Calls durchgegeben. Da kann man dann schon ungefähr ja, von den Spots eben ausgehen, wo sie standen. Trotzdem sind die Headshots schon ganz schön krass gewesen, oder? Was meint ihr? Aber ja, gerade jetzt die letzten paar Matches waren halt wirklich höchstwahrscheinlich auf Silber-Elo. Und dann... ist es natürlich wieder ein riesiger Unterschied, wenn man auf einmal keine... Na okay, aber den hat er jetzt... Den da hinten hat er jetzt wirklich... Ihr seht die Maus so minimal, ne? Den da hinten hat er wirklich krass eben durch zwei Walls angeaimt und... Er war ja sogar hier links. Schade, dass man die Maus nicht gescheit sieht. Warte mal. Er war jetzt ja hier links, hier ungefähr. Also nachdem er um die Ecke geschaut hat, auch noch auf der Wall drauf. Das heißt, selbst wenn er da hätte pre-aimen wollen, hätte er an die Wand geschossen und nicht auf jemanden, der vielleicht da steht. Also es scheint schon wirklich, Wallhack-technisch rund zu gehen bei ihm. Und wahrscheinlich auch... Wahrscheinlich hat er da auch eine Aim-Geschichte noch laufen. Wir gucken mal. Goose und Blackbird sind da hinten. Was treibt er? Ist wieder ein etwas spannenderer Fall. Wenn man eben bedenkt, dass es natürlich ultramäßige Global Hardcore, nicht gesehen, Elo sein kann. Ne? Auch wie die Shots so reingehen von den anderen. Das ist schon krass, oder? Schwierig. Wobei dann wiederum beim Rest, jetzt sehe ich die Maus nicht, da ist er doch. Wobei dann wiederum beim Rest sieht es eher mau aus, ne? Hier, Gegnerteam sowie auch in seinem Team. Ist es nicht so krass, was der Rest da an den Tag legt. Könnte auch ein Hardcore-Smurf sein. Wir gucken noch ein bisschen rein. Also 78% Headshot sind schon gut. 14,9. Ja, also... Wenn man sich vorstellt, dass ein Global, der müsste eigentlich mittlerweile durchgegeben worden sein, genau. Wow, aber er zuckelt schon echt zu krass auf den Kopf. Also ich kann mir da nicht richtig vorstellen, dass er da wirklich derjenige welche ist, der da irgendwie die Treffer landet. Oder? Also es sieht zu mechanisch aus, dieser Zug. Wir gucken noch ein bisschen drauf. Schwieriger Fall. Also ich meine, klar, ist natürlich für einen Low-Spieler kein schwieriger Fall. Also wenn das jetzt ein Silber 1 sehen würde, der würde sagen, der cheatet natürlich, logisch. Aber wenn man sich dann diese ganzen Profi-Gameplays in den Kopf ruft, ne, was es da alles schon für Affären und hin und her gab, wo dann bestätigt wurde, dass nicht gecheatet wurde, aber es aussieht, als würden die Leute durchgehend hacken,
dann ist es schon echt abnormal, wenn man das dann eben, ja, im Kopf hat. Flash war ja doch recht gemütlich. Er zuckelt halt einfach zum Ende hin, jetzt auch hier links, zwar nicht auf den Kopf, der erste Schuss, der erste Kill hier auf B, aber es zieht so mechanisch nach oben. Also ich denke, ich drücke ihm hier eine Aim-Geschichte rein. Bei Warlock, beziehungsweise ja doch bei Warlock, bei Vision Assist bin ich mir jetzt gar nicht mehr so extrem sicher. Wir gucken mal, was er jetzt noch mit denen hier macht, mit den Gaunern. Alle rennen davon. Mal schauen, wie er diese Information jetzt nutzt, die er dann durch seinen Warlock hätte. Er guckt sich seinen Skin an und läuft weiter, also... Ich würde jetzt hier auch doch sehr stark sagen, dass er eben den Warlock hat. Klar, in der Mitte wird jetzt auch angesagt, oh, die kommen alle Mitte. Aber in dem Moment, wo die Leute nicht mehr im Longhouse waren, und das konnte er überhaupt nicht wissen, geht er nach links und schaut sich seinen Skin an. Hat also nicht den vollen Fokus auf dem Spiel. Klar kann er natürlich nach wie vor auf seinen Fadenkreuz gucken, aber ihr wisst, was ich meine, wenn sich dieser Skin dann rumbewegt bei einer recht großen Waffe, sowas stört. Also, er weiß auch hier auf einmal ziemlich sicher, dass keiner Short kommt. Wall ist da auf jeden Fall am Start. Und da Wall zu 100% confirmed ist, würde ich auch auf den Aimbot dann wiederum, also auf die Aim-Unterstützung tippen. Mal gucken, was er jetzt mit dieser Info hier macht, weil dass alle da lang gehen. Ja, er löst sich jetzt von... Ah, da kommt einer zurück. Er hat sich wieder zu passend, also in zu passender Zeit von seinem Spot bewegt. Es könnte natürlich auch alles einfach ein riesen verschissener Zufall sein und er hat halt einfach leider das Spiel seines Lebens. Aber ja, ich meine, so funktionieren Overwatch. Wenn sich Zufälle häufen, dann geht man eben von etwas aus und ich sag dir ganz sicher, dass es ein Aim, also auf jeden Fall Vision Assist ist, ne, so wie er sich verhalten hat. Er läuft rechtzeitig dann auf einmal los, wenn niemand mehr kommen kann und so weiter und so fort. Und der Aim Assist, der war auf jeden Fall am Anfang ziemlich krass am Regeln. Das werde ich mal so lassen. Wie gesagt, vergesst den Livestream nicht. Um 18 Uhr geht's los heute, 18 Uhr. Es gibt wieder dicke Skins. Letztes Mal ging ja das Knife raus und es ging auch die, was war das? Die AK Neon Revolution. Ist letztes Mal auch vollgelaufen. Ja, heute suche ich euch ja wieder was Schickes aus. Also jetzt gibt's dann erstmal keinen Skin, weil er jetzt gleich im Stream, also für euch jetzt im Stream, der Stream läuft ja jetzt schon ab 18 Uhr und das Video kommt erst um 18 Uhr. Das heißt, ihr könnt dann jetzt irgendwas Schickes abstauben. Also kommt dran, meine Damen und Herren, der Link ist in der Videobeschreibung. Vielen Dank für die Likes. Hoppala, voll die Taste abgerissen von der Tastatur. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.